Au. Oh, ganz feine Stöffchen. Nallen. So ist besser. Ja, du hast den aber auch sehr dünn gemacht. Ja, es. Ich hätte ja noch was von dem Pulver. Ja. Guten Morgen aus der Hart. Frank und ich sind heute auf einem kleinen Radelabenteuer rund um Haltern unterwegs. Wer Haltern nicht kennt, Haltern ist eine kleine, nette Stadt im nördlichen Kreis Recklinghausen. Kann man so sagen. Ja, gut. Und wir umfahren die Stadt Haltern und zwar auf der H1-Route. Mhm. So, jetzt müssen wir aber erstmal frühstücken, weil sonst kommen wir nicht vorwärts und das soll nicht sein. Nein. Eine kleine Abänderung der Route haben wir vorgenommen. Wir sind nicht am Bahnhof in Haltern gestartet, sondern wir sind im Bahnhof in Malsinsen ausgestiegen und konnten so ein Stück schon durch die Hart fahren. Es ist einfach schöner, als durch die Stadt zu radeln. Das ist mein Tipp an euch, macht es genauso. Noch mal ein paar Infos zur Route. Also, die H1-Route führt in 85 Kilometern um das Stadtgebiet von Haltern herum und ist ziemlich abwechslungsreich. Man hat also Teilstücke am Wasser, beispielsweise am Wesel-Dattel-Kanal, an den Silberseen, am Hulaner Stausee und man hat natürlich auch die landschaftlich reizvollen Wälder, hier zum Beispiel die Hart oder kleinere Waldstücke, die zum Naturpark Hohe Mark gehören und natürlich Felder, wie sich das fürs Münsterland gehört. Es gibt nicht nur die H1-Route, sondern es gibt auch noch 5 weitere Routen, die irgendwie mit Haltern zu tun haben. Das sind meistens kleinere Rundkurse, die so ein bisschen themenbezogen im Stadtgebiet verteilt sind. Schaut euch das mal an, es lohnt sich. Die H1-Route gehört für mich ganz persönlich zu den schönsten Routen, die wir im Ruhrgebiet haben, weil es eben so ein Kontrastprogramm ist zu den städtischen Ballungszentren im Ruhrgebiet, wo es natürlich auch schöne naturbelassene Rundkurse oder Wegstrecken gibt, aber hier ist es wirklich so, dass man sich permanent über Felder, durch Wiesen und Wälder bewegt und das ist toll. Hier rechts. Frank, was macht denn deine Hüfte? Knackt die immer noch so? Ich habe neues Schmiermittel eingespritzt. Jetzt geht es wieder. Hast du Vitamin E zu dir genommen? Nee, Lagerfett. Lagerfett. Hinter mir liegt der Schacht 8 des ehemaligen Verbundbergwerks Zeche Auguste Victoria, direkt an der Stadtgrenze zwischen Haltern und Mahl. 2015 sind hier offiziell die Lichter ausgegangen. Die
Die Route hat natürlich nicht nur Natur und Landschaft zu bieten, sondern es gibt auch noch das eine oder andere sehenswerte Gemäuer. Informiert euch am besten vorab einmal, was es zu sehen gibt. Das kann man ganz gut auf dem NRW-Radroutenplaner tun. Da habe ich die Route übrigens auch gefunden. Und dazu setze ich auch einen Link in die Videobeschreibung. Also damit wird es bald auch ein Ende haben. Elon Musk arbeitet ja jetzt schon am autonomen Fahrrad. Das macht dann für uns die Touren und kann entsprechend auch die Hunde ausführen. Finde ich toll. Vielen Dank, Elon. Nein, seid ihr schön. Ja, hallo ihr. Ja, die letzten 300 Meter waren jetzt eine gewisse Herausforderung für mich und das Brompton. Die Wege hier waren ziemlich sandig und mit den schmalen Reifen und diesem kleinen Reifendurchmesser sinkt man da doch relativ weit in den Sand ein. Und ja, ich musste gerade zwangsweise einmal absteigen. Frank hat die Energieeffizienzklasse eines Durchlauf-Elzers aus den 50er Jahren. Ich würde mal so sagen, ha, kannst du oben ganz viel Wasser reinschütten, unten kommt immer lauwarmes Wasser raus. Ich dachte, du vergleichst mich jetzt wenigstens mit einem Vollwaschautomaten aus den 50er Jahren. Ja, aber du wäschst ja nicht. Dann ist ja, so, aber es funktioniert hervorragend. Ich verbrauche einfach nur sehr viel Wasser. Ja, das kann ich nicht leugnen. Also, weißt du, trinke ich zu wenig? Ist nicht richtig. Trinke ich zu viel, ist das auch nicht richtig. Wo wir gerade beim Thema Trinken sind, ich habe mir jetzt auch so eine Trinkblase zugelegt. Ich bin nicht ganz so begeistert davon, weil das Wasser nicht gut schmeckt. Also gerade wenn es länger steht, ich habe es gestern Abend abgefüllt, das war nicht die beste Idee. Es schmeckt einfach nicht frisch. Es schmeckt nach irgendeiner chemischen Substanz, die einfach aus dem Beutel oder aus dem Schlauch abgegeben wird. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Empfehlung, aber eigentlich eine bequeme Art und Weise, immer wieder zu trinken und anhalten zu müssen. Naja, ein Tod muss man sterben. Kleinriken, 4,8 Kilometer. Ja, die nächste Ortschaft ist dann Kleinriken. Und ich glaube, da dreht sich auch der Kurs so langsam für uns in Richtung Osten. Wunderschön, wunderschön. So wird die Milch nicht schlecht. Ja, der Frank hat gar nicht so unrecht. Er sagte gerade, es ist heute ziemlich windig. So ist es auch. Das heißt also, unsere Aufnahmen werden so ein bisschen verrauscht sein. Ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Ja, aber das gehört auch zu Naturerlebnis dazu. Nicht nur Vogelgezwitscher. Genau, auch das Auto, Motorengeräusch.
das immer dann auftritt, wenn man eine Kamera einschaltet. Murphys Gesetz. Das war die Ortschaft Kleinreken. Richtig nett. Da gibt es auch eine Möglichkeit zum Einkehren. Also man muss ja auch noch nicht mal verhungern. Ist doch toll. Ich kämpfe tapfer dagegen an, aber heute ist nicht so, mal, nicht so der hundertprozentige rausgehörter. Ja, ich habe auch schon hier erste Kollateralschäden zu beklagen. Ich habe mir nämlich gerade meinen Brotaufstrich hier auf dem T-Shirt verteilt. Hast du wenigstens gleichmäßig verteilt? Nee, liebe Deborah Chantal, es tut mir leid. Das musst du bestimmt wieder einweichen. Ja, eigentlich wollte ich die Runde ja heute mit meinem Trekkingrad fahren, aber daraus ist nichts geworden. Ich habe das Fahrrad gestern sauber machen wollen und dabei ist wohl eine wasserlösliche Speiche abhandengekommen. Ja, so kann das gehen. Ja gut, ich meine, das Brompton schlägt sich auf Touren relativ gut, besser als erwartet. Wobei ich schon Bock gehabt hätte, mit meinem Trekkingrad die Tour zu fahren. Ja, wie gesagt, das steht sich kaputt, ne? Ja, das steht sich kaputt. Deswegen ist auch die Speiche wahrscheinlich gestern einfach mal spontan gerissen. Unser kleines Päuschen ist beendet und jetzt geht es weiter entlang der H1-Route. So sieht übrigens das Logo aus. In Richtung Großreken. Und dann haben wir ungefähr die Hälfte auch schon geschafft. Was ist die Hälfte? Mann, der Norbert hat aber einen Zahn drauf, wa? Wirklich. Es gibt hier einen alten Truppenübungsplatz. Ich blende den Namen mal unten ein. Ich komme gerade nicht drauf. Das ist mittlerweile eine tolle Heidelandschaft. Man kann auch mit dem Rad durchfahren. Man darf aber natürlich aus gegebenem Anlass die Wege nicht verlassen, denn hier und da finden sich ja doch noch Munitionsreste. Auf jeden Fall interessant, so ein bisschen wie die Senne. Auch eine Heidelandschaft, mal militärisch genutzt. So wird ja aus was Militärischem noch was Schönes Ziviles. Finde ich gut. Mehr als 14 ist nicht drin. Ich glaube, das machen wir noch mal. Wir steuern auf die nächste Ortschaft zu. Die heißt Haus Dülmen. Schon mal gehört, Frank? Haus Dülmen? Hätte ich jetzt für die Gastronomie gehalten. Ewig hau ich mir diese Proteinbombe. Ja. Auf dieser Tour muss man die Augen aufsperren, denn links und rechts des Weges gibt es immer wieder tolle Sachen zu entdecken, so wie das hier.
Telefonapparat. Am Telefonapparello. So langsam nähern wir uns den Silberseen. Es wird also wasserreicher hier auf unserer H1-Route. Na, Frank? Ja? Alles Taco? Alles Taco. Spitzenmäßig. Spitzen-Taco. Spitzenmäßiger Taco sogar. Der Durchlauferhitzer schlägt wieder zu. Teil 3. Die Runde hier ist wie ein Tag Urlaub auf dem Land. Das ist richtig toll. Und, Herr Durchlauferhitzer? Einwandfrei. Ach, da schwebt er wieder über die Straße. Toll. Ja, ich habe als Navigator wohl versagt. Wir haben uns ein Stück weit verfahren. Es fehlte die Beschilderung der H1-Route. Somit fahren wir ein Stück zurück und gucken, dass wir ganz schnell wieder auf die Route zurückfinden. Bisher muss ich aber sagen, ist die Route verdammt gut ausgeschildert. Sehr gut. Oder? Also, wenn ich aufpassen würde, würde selbst ich den Weg relativ zuverlässig. Zuverlässig, okay. Würde ich den Weg relativ zuverlässig finden, ja. Ich will jetzt nicht Schlechtes über den Frank sagen, aber das heißt schon was. Also ja. Du hast eine Orientierung wie ein zuckerkrankes Pferd. Ja, das ist stimmt, ja, ein guter Vergleich. Ja. Alles klar. Also, wir fahren ein Stück zurück und fahren wieder auf die Route. Wie ein zuckerkrankes Pferd, ey. Geil. Wir sind wieder auf dem rechten Weg. Rein philosophisch betrachtet kann man sich ja bei einer Radtour eigentlich nicht verfahren. Man kann nur alternative Wege entdecken. Und das macht ja im Münsterland durchaus Spaß. So ziemlich genau 60 Kilometer auf der Route zurückgelegt. Aber mein Fazit stand heute schon sehr früh fest. Absolut spitze die H1-Route. So eine tolle Landschaft rund um Haltern. So abwechslungsreich. Allein schon die Gerüche hier im Wald. Man wird belohnt in jedem Falle. Und ich kann euch nur empfehlen, diese Route nachzufahren. Vielleicht nicht an so windigen Tagen wie heute. Aber macht es. Setzt euch auf die Räder, fahrt rund um Haltern. Also die Route streicht ja hier und da mal immer wieder so ein Stück über die 100-Schlösser-Route. Und das ist ja so die Urmutter aller Fahrradrouten, würde ich sagen, oder? Ja. Urmutter, Urvater, Onkel, Tante, Schwager. Nichte, Neffe. Es gibt eigentlich keine Radroute, die mehr Radroute ist als die 100-Schlösser-Route. Ja. Und wir sind hier noch nicht gefahren. Shame on you. Ja. Shame on me, shame on you. Hm? Direkt gegenüber vom Schloss Sieten liegt diese alte Mühle. Sehr schön. Ja, Sieten ist ein nettes Örtchen, ne? Ja, doch. Ja, das haben wir jetzt hinter uns gelassen, haben dort kurz das Schloss besichtigt, die Mühle angeschaut und jetzt geht's mit großen Radumdrehungen weiter in Richtung Halterner Stausee.
Halterner Stausee ist natürlich spitze, um sich im Sommer abzukühlen, aber leider auch kein Geheimtipp. Das kennt mittlerweile jeder hier im Pott und dementsprechend ist es hier an heißen Tagen auch richtig voll. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Ach, herrlich. Herrlich. Der Frank, der edle Spender, hat uns hier dieses Weizenbier-Mixgetränk alkoholfrei mit Fruchtnote spendiert. Toll, das werden wir jetzt mal genießen. Es ist nämlich noch schön kalt. Frank, Prösterchen. Auf dich. Auf die Gesundheit. Auf die Gesundheit. Mein lieber Horst. Ja. Heute machen wir eine Bud Spencer Gedächtnisbodenpfanne. Das ist hervorragend. Allerdings ohne Speck. Ich mache etwas indisch angehauchtes. Reis, Tofu. Zwiebel. Ich dachte Seife. Das ist jetzt die Seife, ganz genau. Die muss ich jetzt nur erstmal noch ein bisschen klein schneiden, bevor ich mir damit gleich noch die Hände wasche. Wunderbar. Ein einfaches, aber schnelles Essen. Gut, Speck wäre jetzt noch geiler gewesen, aber Dummheit muss bestraft werden. Ich habe heute Morgen noch kurzfristig dran gedacht und bin dann aus dem Haus gestürmt und habe den Speck im Kühlschrank liegen lassen. Aber es schmeckt auch ohne. Und jetzt, also ich kann guten Appetit. Ich kann euch natürlich sagen, warum er aus dem Haus gestürmt ist, weil ich ihm um 20 nach 6 geschrieben habe, dass ich voll planmäßig agiere und jetzt in den Keller gehe. In der Minute hat er alles hingeschmissen und ist losgerannt. Genau so war's. Bon Appetit. Merci, merci. Wir haben wunderbar gegessen und sind völlig zufrieden. Genießen jetzt hier noch den Ausblick auf den Hullerner Stausee. Und jetzt seid ihr gefragt. Wir hätten gern ein bisschen Input von euch. Stimmt doch einfach mal ab. Wo soll eine unserer nächsten gemeinsamen Touren hingehen? Ihr könnt abstimmen, indem ihr oben irgendwo, wahrscheinlich hier, auf den Button drückt und dann erscheint hier ein Abstimmungsfenster und da könnt ihr dann auswählen, ob wir beispielsweise mal nach Ostfriesland fahren sollen oder an den Niederrhein oder ins Bergische Land. Boah, ich kann kaum noch meine Augen aufhalten jetzt, ne? Ja, ich bin auch fertig mit Schönschreiben. So, abmarsch. Auf geht's mit dem vollen Ranzen. Mit vollem Ranzen geht es jetzt weiter um den Hullerner Stausee zurück zu unserem Startpunkt. Mittlerweile haben wir 18 Uhr durch, das heißt, wir sind schon über 10 Stunden unterwegs. Wir haben uns richtig Zeit gelassen für die Tour, haben den Tag einfach so dahin fließen lassen, finde ich absolut spitze. Das ist so entschleunigend, so entspannend. Und wenn man eine anstrengende Arbeitswoche hinter sich hat, ist das genau das Richtige.
Lass mich von deinem Duft verführen, deine ätherischen Öle spüren. Kiefernwald, ich mag dich. Oh, das mag ich! Dum, dum, dum. Und ganz doll dich. Kiefernwald. Wir erreichen unsere letzte Ortschaft für heute, Flasheim. Da geht's gleich rüber zum Flasheimer Baggerloch. Hier in Flasheim gibt es einen Campingplatz. Wer jetzt vielleicht nicht gleich nach Hause fahren möchte nach der Route, der kann ja hier sein Zelt aufstellen und noch so ein paar andere Runden hier in Haltern drehen. So, wo wir hier schon mal am Baggerloch vorbeifahren, wollen wir mal gucken, wie das Baggerloch aussieht. Also das Baggerloch, das hat doch was. Schade, dass wir keine Handtücher dabei haben und keine Badehose. Sonst hätten wir noch mal ganz schnell ins kühle Nass springen können. So, wir haben jetzt hier noch eine ganz tolle Bank entdeckt. Und wir machen uns jetzt noch eine Tasse Kaffee. Einfach, weil es hier so schön ist. Und wir genießen ein bisschen noch den Ausblick hier, ja, bevor wir wieder nach Hause müssen. Grüßchen. Grüßchen, ja. Oh, ist noch sehr heiß, Frank. Sehr heiß. Ja, auf der Kellertreppe kann ich nie kochen, ne? Ja, den Spruch hast du von deiner Oma. Ja, wir machen das Fazit einmal jetzt schon zur Tour. Wir sind noch nicht ganz am Ende angekommen. Macht aber nichts, es sind noch so gute 2 Kilometer bis zu dem Abzweig, den wir auf der Halterner Straße, oder wie heißt das da? Ich glaube ja. Halterner Straße gewählt haben, um die Runde zu starten. Also ich habe ein ganz kurzes und knappes Fazit eigentlich zur Runde. Das war eine der schönsten Tagestouren, die ich seit langem gemacht habe. Und die Landschaft ist so reizvoll, so wunderschön, so abwechslungsreich. Also diese Tour lohnt sich zu 100%. Ja, das kann ich nur bestätigen. Und quasi direkt vor der Haustür. Ja. Eigentlich müssten wir uns schämen, dass wir die nicht schon eher vorgestellt haben. Ja. Hier und da zockelt man zwar immer mal so ein bisschen durch die Hart, aber die Runde um Haltern, wir haben sie ja schon mal angefangen, 2018 im November. Da war es natürlich jetzt von der Witterung her nicht so reizvoll, aber trotzdem war die Runde da auch irgendwie schön auf ihre Art und Weise. Aber jetzt so mit der Sonne nochmal ein ganz anderer Eindruck. Bisschen gestört hat heute der Wind zu Beginn der Tour. Der hat jetzt aber nachgelassen, sodass wir etwas entspannter vorankamen als heute Morgen. Das war manchmal schon anstrengend, muss ich sagen. Ne? Ja, doch schon. Ja, mal gucken, ob wir jetzt gleich in Malsinsen in den Zug springen oder ob wir einfach noch den Rest dann nach Bochum abradeln. Das werden wir gleich spontan entscheiden. Vom aktuellen Befinden her würde ich sagen, wir radeln zurück. Aber wie gesagt, das machen wir ganz spontan und lustig. Jo. Jetzt trinken wir erstmal noch ein Käffchen aus. Ja, und vielleicht melden wir uns gleich nochmal. Heiß. Ja, auf der Kellertreppe kannst du ja eben nicht kochen. Eben. Ich hätte gern 1 Pfund Nackenfilet. Das heißt Nacken.
Fällt mir noch ein schlechter Witz ein. Eben, hättest du jetzt noch sagen müssen. Ja, achso, eben, Entschuldigung. Kommt ein Mann in eine Metzgerei und sagt, ich hätte gern 5 Fliegen. Sagt der Metzger, wir verkaufen doch keine Fliegen. Ja, wieso denn nicht? Sie haben nur welche im Fenster. So, bis oben sind es 1433 Stufen. Die mache ich jetzt. Toi, toi, toi. Toi, toi, top, die Wette gilt. So, nur eine Ebene. Zeit, dass ich wieder runterkletter. Ja, so schön der Ausblick von diesem Turm auch ist, so erschreckend ist er eben auch. Man sieht, dass es der Hart und unseren Wäldern nicht gut geht. Viele Bäume sind trocken, viele Bäume sind tot und leider wird sich dieser Prozess auch in diesem Jahr fortsetzen. So, jetzt aber wirklich zum Bahnhof und ab nach Hause. So, ihr Velotour, komm! Der Frank ist auch schon ganz aufgeregt. Wir haben jetzt noch 5,6 Kilometer vor uns. Das schaffen wir. Google sagt Viertelstunde, aber in einer guten halben Stunde kommt unser Flieger und den würde ich jetzt auch ganz gerne nehmen. Dann machen wir das. Wir sind wieder am Ausgangspunkt unserer Tour in Malsinsen und zum Schluss ist mir noch eine blöde Sache passiert. Mir ist die Kamera aus meiner Tasche gefallen und ich bin voll drüber gebrettert. Was geil ist, die Kamera hat es überlebt. Das war unsere Tour rund um Haltern. Ich hoffe, die Tour hat euch genauso gut gefallen wie uns. Uns würde es freuen, wenn ihr die Tour nachfahrt. Ihr findet die Route in dem NRW-Radroutenplaner. Der Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Ja, in diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund und vergesst das Radfahren nicht.